So Leute, damit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Wir haben ja in der letzten Session, in der letzten Aufnahmesession, in der ja alles mit der Audio nicht so gut lief, wie ich gehofft habe, hier aufgehört und haben die Bäume gesetzt. Ich habe mir jetzt zwischendurch mal so einen Plan gemacht, was ich eigentlich wirklich vorhab. Und mein erster Plan wäre es mal jetzt Eichenholz zu farmen und dann hätte ich vor hier, ich habe gerade wieder so ein paar Standruckler. Ich hoffe, das regelt sich mit der Zeit wieder. Alter, was ist denn hier los? Hier ein Haus zu bauen, was vielleicht auch gleich hier ein bisschen mit runter geht. Dass wir eine Sicht hier auf das Meer haben und auch auf da drüben das Biom. Ich habe alles, kann übelst cool werden so. Und deswegen würde ich jetzt erstmal mein ganzes Crap-Stuff weglegen. Vor allem die Schatzkarten. Da können wir irgendwann mal eine extra Folge draus machen. Wo wir die Schätze suchen, die wir uns da gesammelt haben. Und dann würde ich mir kurz mal hier alles zusammensuchen. Mir gleich eine Axt machen und vor allem Dia-Rüstung. Habt ihr auch in den Kommentaren übrigens viel geschrieben, dass ich mir unbedingt Dia-Rüstung machen soll. Habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das jetzt gleich mal. Das Ding ist, mein Zuckerrohr hier, das wächst. Das wächst, okay. Dann kann ich nämlich hier gleich noch mehr setzen. Und später will ich das eigentlich relativ im Untergrund haben, die ganzen Farben. Da das hier eh nicht groß wächst. Und deswegen denke ich, dass es im Untergrund alles ein bisschen besser passt. Ich würde sagen, ich lasse meine Dia-Rüstung erstmal unenchanted und ziehe sie erstmal nur so an. Hier gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu enchanten. Die Axt und so will ich eigentlich erst enchanten, wenn wir dann genügend Stuff dafür haben. Essen haben wir genug, das brauchen wir nicht. Und Wasser haben wir. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe jetzt hier auch schon einen Stack und 6 drin, aber die reichen definitiv nicht. Und hier wächst ja auch gleich was, dann brauche ich vielleicht nicht runtergehen. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, dass einfach genügend wächst, wenn... Alter, was sind denn das hier für Ruckler die ganze Zeit? Vielleicht haben wir ja Glück, dass hier einfach genügend Holz wächst jetzt in der Zeit, dass ich einfach auf meinem Berg leben kann und... Holy shit, Alter, warum habe ich so eine Standbilder? Ich hoffe mal, das hört gleich auf. Vielleicht ist es jetzt, weil die Welt sich hier drüben noch lädt. Und boah, das ist natürlich auch... Da kann man so... Man kann hier einfach so viel bauen. Ich glaube, ich habe echt einen der besten Spots gewählt, auch wenn wir noch nicht so viel von der Map gesehen haben. Würde ich wirklich behaupten, dass es echt einer der besten Spots ist. Und wenn es jetzt nicht gleich aufhört zu laggen, muss ich erstmal gucken, was hier abgeht. Und vor allem, warum es so ruckelt. Ich mach mal FBOS aus. Vielleicht liegt das daran. Das kann gut sein. Ich werde mir... Stimmt, haben wir genug Kohle? Das ist die Frage. Ja, 51 Kohle. Dann werde ich aus der Kohle jetzt als allererstes erstmal ein paar Faggles machen. Und mit den Faggles gehe ich hier jetzt mal einmal rundherum ausleuchten. Denn mir gehen die ganzen Mobs, die hier sind, echt auf den Senkel. Wenn ich das da drüben auf dem Berg schon wieder gesehen habe, gerade eben. Dass wir wenigstens hier auf unserem Berg noch ein bisschen Ruhe haben. In der Zeit können ja die Bäume wachsen. Dass ich mir davon gleich ein bisschen schnappen kann. Und Alter, die Ruckler, die stören mich gerade wirklich schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt plötzlich kommt, dass das so ruckelt. Das ist das Problem. Dynamisches Sichtfeld hat ja nichts damit zu tun. Können das hochmachen. Aber eigentlich dürfte es nichts Bestimmtes geben, was daran liegen kann, warum das so ruckelt. Falls es jetzt nicht aufhört, werde ich mal meine Chunks runterstellen. Nur beim letzten Mal war es ja auch noch nicht so. Keine Ahnung, Jungs, keine Ahnung. Alter, was... Uff. Uff, uff, uff. Wir belassen das mal erstmal hierbei. Ich hoffe, das regelt sich jetzt in der nächsten Zeit. Kann auch sein, dass ich meine Minecraft neu starten muss. Mal gucken. Aber ich denke mal, das passt. Das Ding ist, ich hoffe die ganze Zeit noch, dass wir hier irgendwo ein Hühnchen finden. Und wir über das Hühnchen dann halt eine Hühnchenfarm. Ich habe doch gerade was gehört. Da unten. Boah, ich rede gerade sogar noch davon. Das werde ich gleich mal einsammeln, weil dann können wir gleich automatisch Hühnerfarm bauen. Beziehungsweise gleich dann später. Und ich denke mal, das wäre richtig, richtig praktisch, dass wir einfach genügend Essen auch haben. Und den Weg hier, ich werde mir gleich mal einen Block holen, dass wir den Weg da ein bisschen dicker bauen. Da bin ich ja letzte Folge vielleicht auch schon ein bisschen runtergesprungen, aus Versehen. So. Kann ich hier gleich neue Bäume setzen, dass es alles ein bisschen wächst.
Und wir genügend Holz farmen können hier oben. Weil ich will eigentlich ungern bei jeder. Oh, hallo. Wo bist du denn gespawnt? Nicht explodieren. Hä? Also irgendwie ruckelt es hier an sich ein bisschen. Keine Ahnung, was da los ist. Ach, guck mal, hier ist auch alles ausgeleuchtet. Aber das Problem ist, hier ist übel viel an dem Berg noch nicht richtig ausgeleuchtet, ne? Oh je, oh je. So. Dann werde ich mir jetzt mal Samen holen. Und Samen. Und dann brauchen wir noch Blöcke. Blöcke kann ich eigentlich aber direkt mal ein paar schönere Blöcke wenigstens machen. Dann würde ich damit nämlich mit Half-Slabs einmal kurz lang gehen. Bevor ich das jetzt dann mit Cobblestone mache und den Cobblestone später wieder abbauen muss und bla bla bla. Ist ja auch alles nicht das Gelbe vom Ei. Dann machen wir jetzt einmal so. Und machen hier einfach direkt mal so ein bisschen eine Art Brücke hin. Ich würde sagen, direkte. Oh, scheiße, Alter, geht es da tief runter. Direkte Brücke kann man das jetzt nicht nennen. Aber halt einfach ein Übergang. Ist ja jetzt besser als nichts. Hopp. Machen wir noch verschiedene Ebenen rein. Damit sie nicht wenigstens, auch wenn es jetzt nur übergangsweise ist, nicht direkt ganz so katastrophal aussieht, das Ganze. Das werde ich mal wieder wegmachen. So. Und zack. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, ich muss mir mal, wenn wir gleich das Hühnchen zu Hause haben, würde ich mir gleich mal eine Schaufel machen, dass wir die Erde nicht durchgehend mit der Hand abbauen müssen. Eine Schaufel habe ich ja noch gar nicht, ne? So. Alter, da sind hier viele Mobs. Oh Mann, ich muss das unbedingt alles ausleuchten. Die können mich hier so leicht killen. So, liebes Hühnchen, komm mal mit. Na komm, bitte. Nicht, dass hier noch irgendwelche Mobs hochkommen, die uns stänkern. Ja, es folgt mir. Super. Ich habe schon gedacht, es bleibt jetzt erstmal da unten stehen, aber es kommt mit. Komm, Hühnchen. Schnell, ich weiß, es ist gefährlich. Ich könnte auch einfach schlafen, ne? Das verfällt mir immer so ein bisschen. Ich gehe jetzt einfach gleich ins Bett, damit die Nacht vorbei ist. Und dann haben wir ja wieder Tag, dann ist alles ein bisschen ruhiger. Dann sind ja auch nicht überall Mobs. Und das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Dann baue ich hier noch gleich den Erdhaufen weg. Und dann haben wir wenigstens da schon mal einen relativ sicheren Übergang. Das muss ja da hinten dann weitergehen mit den Übergängen. So, komm mal her, liebes Hühnchen. Du darfst jetzt direkt zu deinem Freund. Komm mal her. Na, komm her. Geh mal da in die Ecke. Nein. Ah! Chicken, los. Rinder. So, super. Nein. Okay, kann ich hier nicht drauf bauen? Ach, man kann in der Offhand wahrscheinlich nicht bauen, ne? Ja, okay. So, super. Dann haben wir die zwei Hühnchen. Dann würde ich sagen, kann man später definitiv über die automatische Hühnchenfarm nachdenken. Das Problem ist, ich muss ehrlich gestehen, da ich aus dem Kopf jetzt null weiß, wie man eine automatische Hühnerfarm baut. Das müsste ich mir irgendwann angucken. Und wir haben hier sogar noch Eisen und Gold drin, ne? Hopp. Haben wir gleich Level dazu bekommen. Und es wird gerade eh Tag, ne? Ich hätte, glaube ich, gar nicht ins Bett gehen müssen, weil es eh Tag geworden ist. Aber jetzt ist richtig Tag. Ist doch auch okay. So, dann mache ich mir direkt mal eine Schaufel. Und werde da hinten mal den Erdhaufen wegmachen. Und dann direkt mal die Bäume abbauen, die da schon wieder gewachsen sind. Dann können wir hier jetzt nämlich einfach mit den Half-Slabs drüber bauen. Machen wir noch so. Das nicht. Das machen wir auch mal wieder weg und dann so.
Ja, okay. Hierfür hat es Holz jetzt nicht ganz gereicht. Ich mache einfach jetzt direkt mal neue Half-Slabs. Ich denke mal, wir haben eh genügend Holz dann. Und hallo, lieber Baum. Zum Glück stand ich gerade nicht in dir drin. Das wäre echt doof geworden. Und dann haben wir hier direkt einen super Übergang. Einen super Weg, dass wir hier immer ordentlich rüberlaufen können. Ist doch gar nicht schlecht. So, dann baue ich direkt mal das Holz ab. Eigentlich wollte ich erst runtergehen zu diesem, zu dem Wald, der da unten ist, da in die Richtung, wo ich letzte Aufnahme ja war. Ich glaube, das habt ihr gar nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe. Aber wenn hier oben eh alles wächst, und das wächst ja jetzt relativ rasch, denke ich, dann kann ich hier oben auch erstmal alles abbauen. Dann kann ich ja jetzt nebenbei einfach direkt loslegen, das Grundgerüst vom ersten richtigen Häuslein zu bauen, und nebenbei können die Bäume hier wachsen ohne Ende. Und ich setze einfach die Seeds immer nach. Und dann müsste ja auch immer was kommen. Das ist gut. Ich glaube, wir haben auch also Tropenholz fehlt definitiv noch, was mir jetzt direkt einfällt. Schwarzeiche haben wir, Fichte haben wir. Aber mehr würde mir jetzt gar nicht einfallen. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Arten. Aber mir fällt jetzt direkt gar nicht mehr so viel ein, was noch fehlt jetzt hier oben auf dem Berg, was man noch suchen müsste. Ach, muss nebenbei immer ein bisschen was trinken, Alter. Mein Mund würde richtig trocken, weil ich es gar nicht gewöhnt bin, dass ich jetzt die ganze Zeit hier durchrede. Ich habe ja gesagt, im Ankündigungsvideo gestern habe ich ja gesagt, vorgestern, und habe ich ja gesagt, dass ich nicht so viel cutten will hier drin, sondern dass ich mich einfach so hinsetze, und das könnt ihr euch halt geben, so als Entspannung oder so. Da will ich nicht groß schneiden, weil es können sich halt Leute geben, die das Projekt oder die das, ja, Projekt würde ich es fast nennen, so ein bisschen enjoyen und sich so vielleicht. Was? Was? Hä? Wie kann es sein? Was? Wie? Seit. Aus einem Ei kommen vier Hühnchen raus. Kurze Frage mal, ist das möglich? Oder ist das. Wie geht das? Warum gibt es das? Warum passiert das? Das habe ich noch nie gesehen, dass aus einem Ei vier Hühnchen rauskommen. Lol? Digga, das macht ja gar keinen Sinn. War Vierlinge einfach. Einfach Vierlinge in einem Ei, oder? Warum waren denn in diesem Ei vier Hühnchen drin? Das verwirrt mich jetzt schon gerade ein bisschen, muss ich sagen. Wie? War aber. Hä? Seit wann ist es möglich, dass in Minecraft aus einem Ei vier Hühnchen spawnen? Ich habe das vorher noch nie gesehen. Noch nie. Und warum steht hier einfach ein loser Stamm? Lol. Passiert das öfter? Da ist wieder ein Hühnchen. Oh. Nee, das verwirrt mich jetzt schon wieder richtig. Das verwirrt mich richtig. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir erstmal hier so einen kleinen Turm bauen vielleicht. So einen kleinen Eingangsturm. In Anführungszeichen. Eingangsturm, das klingt ja richtig komisch. Und der führt dann erstmal zurück. Oh. Hopp. Der führt dann erstmal zurück. Ich muss meine Tools erstmal sortieren. So. Der kann ja dann zurückführen, und dann könnte man hier um die Ecke gehen. Und hier. Und hier geht es dann schon mit der Höhentour los, würde ich sagen. Das Ding ist, ich will eigentlich schon, dass es so ein bisschen um die Ecke geht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier runter. Und hier unten kann der Balken ja so mäßig aus der Wand kommen. Dann hier lang gehen. Und hier könnte man den dann. Hier könnte man den etwas abrunden. Ich sehe, dass man. Dann setzt man hier so eine Treppe ran. Genau. So. Und dann geht's hier einfach.
nach oben. Genau, da kommt dann die Treppe ran und dann vielleicht setze ich den Balken da auch noch einen Block weiter nach unten. Sind das, ist das hier ein Dreier oder ein Zwei? Das sind nur zwei. Das ist doof, wenn das nur zwei sind. Dann setzen wir die Balken einfach eins weiter nach rechts. Das Ding ist, Leute, kurz, Alter, was, die Ruckler kotzen ja so an. Kurze Einführung in das Bauen in Minecraft, Leute. Baut immer mit ungeraden Zahlen zwischen den Fassaden. Weil wenn die Zahlen nicht ungerade sind und es eine gerade Zahl ist, kann ich euch sagen, dass es vorprogrammiert einfach nicht so gut aussehen wird, als wenn es ungerade wäre. Das ist einfach der alte Baukodex, Alter. Nee, aber das ist wirklich einfach besser, wenn ihr das ungerade lasst. Und die Bäume hier fangen schon an zu verwuchern. Och nee, Alter. Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, Holz, so wenn ich Holz farme, ist es immer für euch übelst langweilig. Ich hatte das letzte Folge auch schon gesagt, als ich Obsidian gefarmt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass es für die Zuschauer einfach nicht geil ist, so wenn ich Holz farme. Aber so, keine Ahnung. Ich dachte mir dann so, wenn ich vielleicht so nebenbei ein bisschen talke über so ein spannendes Thema oder sowas, dann ist es, denke ich, gar nicht so langweilig. Und diese Lags kotzen mich an. Ich glaube, das Ding ist, Leute, ich glaube, die Welt ist einfach noch nicht so weit generiert, dass es halt einfach ruckelfrei läuft so. Das dauert auch noch, bis die Welt so weit generiert ist. Ich glaube, das Sand ist gar nicht generiert und das wird halt immer generiert und deswegen habe ich so einen kurzen Ruckler. Also das wäre jetzt meine erste Vermutung. So. So, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.